Hallöchen, hier ist Kyoko und wir spielen mal wieder Sonic the Hedgehog. Eigentlich nicht wirklich mal wieder, sondern ich spiele das, glaube ich, auf meinem Kanal jetzt zum ersten Mal. 1000 Hex gefühlt gespielt, aber das Original habe ich, glaube ich, hier noch nicht drauf. Sonic 3 habe ich in einem Let's Play Together mit Iron ja damals gemacht. Das habe ich in meiner Playlist verlinkt, aber ansonsten habe ich auf meinem Kanal tatsächlich nichts in der Art gefunden. Und da Sonic Mania verschoben wurde, bietet sich natürlich an, dass wir uns mit den alten Sonic Games wieder darauf einstimmen können. Das heißt, wieder überhaupt jetzt auf Sonic Mania einstimmen, weil, ja, ich bin ja jetzt erst wieder zurück. Und was machen wir dann natürlich direkt? Wir stürzen uns ins Spiel. Ich hoffe, mein Controller macht so mit, wie ich das auch möchte. Ha, und ist es nicht schön? Ist es nicht nostalgisch? Die Green Hill Zone. Ich krieg dabei immer wieder Summer Feelings. Und Frühjahrsfeelings so ein bisschen. Naja, wie immer gibt es auch ein bisschen Informationen zu den Sonic Games, die ich mal so raushaue. Das Spiel wurde nämlich für den Mega Drive erstmals in Deutschland bzw. Europa released am 10. Juli, genau, 10. Juli 1991, da war ich gerade mal ein Jahr alt. Und dementsprechend habe ich da natürlich nicht viel von dem Spiel mitbekommen. Es hat tatsächlich gedauert, bis ich 5 Jahre alt war, dass ich mit Sonic in Berührung gekommen bin. Und das auch nur durch eine Freundin, weil sie eine große Schwester hatte und sie hatte das Sega Master System. Das heißt, ich habe dann auch natürlich die andere Sonic-Version gespielt. Naja, und ich habe mich diesmal nicht für eine Emulation entschieden, aber eigentlich indirekt schon, sondern für den Port. Auf Steam wurde das Spiel nämlich neben unzähligen anderen Plattformen wie Nintendo 3DS, Mobile und so weiter und so fort geportet, je nachdem von unterschiedlichen Leuten. Und dann am 10. Oktober, 10. nicht, 26. Oktober, released wieder. Und diesen Port spiele ich jetzt und probiere mich da mal aus. Was ganz witzig ist, das Spiel wurde veröffentlicht, das war ungefähr in dem Zeitraum, wo ich mit dem Let's Playen angefangen habe. So lange ist das schon her. Naja, aber es ist aus verschiedenen Gründen an mir vorbeigezogen. Unter anderem, weil ich einen so dermaßen beschissenen PC hatte und ein Notebook, das ich auch nicht wirklich für all das benutzen konnte, was ich gerne wollte, sodass ich Steam nicht darauf installieren konnte. Und naja, dann habe ich dementsprechend natürlich nicht gespielt. Und erst später, als ich Steam dann hatte, naja, haben sich die ganzen Spiele endlich zu mir gesellt. Und ich muss sagen, es spielt sich doch ganz gut, ganz okay. I like. Oh nein, und ich bin wieder in die Special Stage. Ich möchte nicht die ganzen Chaos Emeralds sammeln. Ich weiß doch gar nicht, ob ich sie kriegen würde. Ich bin so dermaßen raus aus dem Spiel und ich habe jetzt nicht vorher geübt oder so. Dementsprechend, naja, erwarte ich einfach mal nicht, dass ich das hinkriege. Oh, bin ich hier richtig? Ich weiß es nicht. Nein, ich bin hier nicht richtig. Aber ich bin hier sowieso gleich raus. Komm schon. Wenn wir schon so weit gekommen sind, dann können wir es ja noch probieren. Rein da, Sonic. Ausnahmsweise, den einen nehmen wir dann mal mit. Naja, und wie gesagt, wir sind an dem Port zocken. Ich finde, das spielt sich bisher schon mal ganz gut und ja, das einzig Ätzende, was ich bemerkt habe, war, dass das nicht. Was war das denn jetzt gerade? Ja gut. Überlegen und auf den Bildschirm gucken wäre vielleicht gar nicht mal so übel. Genau, diese. Es gibt so einen komischen Sega Games Room oder wie das heißt. Also dass dann diesen.
ganze Emulator-Kram darstellt und ich finde dieses Menü-Ding furchtbar. Also ich hätte es lieber gehabt, hätte ich einfach das Spiel direkt über Steam starten können. Anstelle in so komisches Kinderzimmer zu gehen und von dort aus erstmal die Cartridges auszuwählen. Ja, ich kann verstehen, was das eigentlich so, also dass es vielleicht so ein Nostalgiegefühl oder so hervorheben soll oder so, aber es ist einfach mal potent hässlich. Und zeigen tue ich es euch nicht, denn wenn ich dazu aus dem Spiel rausgehen würde, es leckt so dermaßen. Das ist nicht mehr feierlich. Und das nicht mal, weil ich jetzt nebenher aufnehme, sondern keine Ahnung, wie das eingestellt ist. Es funktioniert halt einfach nicht. Finde ich ätzend, finde ich nicht cool. Naja, und zum Einstimmen auf Sonic Mania, diesmal bin ich nicht wieder da rein, werde ich nicht nur Sonic 1 Let's Playen, sondern Sonic 2 auch noch und Sonic 3 und Knuckles Replayen. Genau. Dann haben wir das Ganze nochmal in dieser, in dieser neuen emulierten Variante. Ja, Kyoko, du solltest auch schon hinmachen, wenn du kurzzeitig unverwundbar bist. Naja, und wir können auch noch mal in einer besseren Qualität aufnehmen. Also ich versuche das jetzt hier in 1080p. Ah, ich falle immer wieder drauf rein, wenn ich zu lange nicht gespielt habe. Also wir nehmen das auf 1080p auf. Ja, ich bin ja eigentlich nicht so diejenige, die da sich so viele Gedanken drum macht und aufpasst, aber ich glaube, ich könnte so langsam auch mal ein bisschen mehr mit der Zeit gehen. Und, oh! Na, es war so klar, dass das passiert. Alles ist so klar, dass es passiert. Jede Blödheit, die ich sonst vermeiden könnte, nehme ich jetzt natürlich mit. Naja, und die meisten von euch werden wahrscheinlich, ach Gott, oh Gott, einen besseren Fernseher haben und wenn ihr es darauf schaut und es nicht 1080p sind, ja, dann sitzt es wahrscheinlich ziemlich pixelig und das sieht auch nicht so toll aus und na, da kann ich mir auch mal ein bisschen mehr Mühe geben. Und solange es meine blöde Kiste auch einigermaßen schafft, kann man das ja auch mal machen. Ach Gott, Robotnik, wie hab ich dich vermisst? Jetzt im Ernst. Bin ich gerade in einem guten Timing? Ja, ich glaube, ich kann das. Aber das war jetzt nicht so gut. Ja. Ist doch gewusst, dass ich getroffen werde. Ach, es ist so schön easy. Ah, ich habe ganz vergessen zu sagen, worum die Story geht. Auch wenn es da nicht viel zu erzählen gibt. Anders als bei den Hacks wird da sich nicht viel überlegt oder so. Hier ist jetzt einfach nur die Sache, ja, in Sonics Welt. Mobius wird verschwinden immer mehr von den Freunden, die er hat, Flickies und so weiter und so fort. Und wer hat sie natürlich eingesammelt? Robotnik, besser bekannt als Dr. Eggman. Das sind die süßen Flickies, die wir gerade befreit haben. Naja, und wir stellen uns ihm, verhindern, dass die Flickies Badniks bleiben und so weiter und so fort. Okay, und da wären wir auch schon in der zweiten Zone. Ich verabschiede mich an der Stelle, danke fürs Zusehen und hoffe, dass es im nächsten Part weitergeht. Also ich weiß, dass es weitergehen wird, aber ich hoffe natürlich, dass ihr auch wieder einschaltet. Also bis dahin, liebe Grüße, eure Kyoko.